Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Lego Worlds. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen und vor allem sorgenlosen Morgen. Denn wir nehmen relativ früh auf heute. Wochenende war lang, Wochenende war sehr ereignisreich, sehr schön, aber auch sehr lauchend. Und deswegen sind wir sehr, sehr früh in einer Aufnahme hier an einem wunderbaren Tag. Wir springen in unser Flugzeug, denn Frieda von Bäh ist jetzt in der Pflicht, aus dem Himmel zu fallen. Ich hab's nicht vergessen. Und schwupps, da fliegt die Frieda direkt auf den Vulkan zu. Wieso? Zum Glück ist das nicht ganz direkt die Lavastelle, aber es war ja eigentlich schon fast klar. Kommt das Flugzeug nach? Füße von unten, so. Das Flugzeug kommt nicht nach. Da ist ein Zauberer. Hallo. Ach doch, da ist das Flugzeug. Ach, wie schön. Und ein Drache. Aber wir nehmen das Flugzeug. Oder wollen wir... Wir sind schon mal mit dem Flugzeug gereist. Jetzt schnappen wir uns den Drachen. Ach ja. Immer wieder was Neues hier. Komm. So. Alles klar. Dann nehmen wir den wunderbaren Drachen und fliegen durch die Welt. Er ist echt nicht so schnell. Lohnt sich das? Ich meine, es sieht richtig cool aus und es ist mega episch. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir damit mit dem Drachen jetzt erkunden gehen, dann erkunden wir 500 Folgen und sind ungefähr genauso weit, wie wir sonst waren. Es tut mir leid. Wir steigen doch um. Es ist nicht, weil ich irgendwas gegen Drachen hätte oder so, sondern einfach nur, weil ein Drache zu langsam ist für unsere Anforderungen. Und deswegen, ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt auf Reisen gehen, damit wir die Orientierung nicht wieder verlieren, ob wir uns irgendwie irgendwo Faden verloren. Ob wir uns irgendwie Markierungen setzen können, so Meilensteine oder so. Oder ob wir uns einfach versuchen, das zu merken, ob ich mir offscreen jetzt eine Karte noch zeichnen soll, wenn ich die Folgen nochmal angucke und raushau. Ich weiß es nicht. Ist eigentlich eine doofe Idee. Hier unten ist Lebkuchenhäuschen. Ich würde ja fast alles drauf wetten, dass wir da schon drin waren. Aber wir lassen uns natürlich die Möglichkeit nicht entgehen, nochmal von außen reinzugucken, aber draußen die Truhe ist auch schon offen und ja, geplündert. Hier, ach, hier ist die Brücke. Unser allererstes Brückchen, was wir gebaut haben. Das heißt, so weit vom Anfangsbiotop sind wir gar nicht weg. Dort hinten ist unser Haus. Ich habe die Befürchtung, dass wir uns wieder total verfransen und nie wieder irgendwo was wiedererkennen. Was haben wir hier unten? So. Wir fliegen einmal so, Entschuldigung, da bin ich wieder. Ich bin gerade unterbrochen worden. Ich hoffe, das ist weiter nicht schlimm. So, genau, wir wollten hier hinfliegen. Hier ist ja wieder diese wunderschöne Bucht, wo ich schon mal hin wollte und wo wir Quantik aufgelesen haben. Und es ist schon sehr malerisch, sehr verführerisch und sehr schön. Aber noch nicht alles von dieser Karte. Fliegen wir jetzt einfach mal stur geradeaus und gucken, was da so passiert. Ich würde sagen, das können wir mal drauf ankommen lassen. Versuchen wir das mal. Hier unten baut sich ja langsam die Welt auf. Wie ich beim letzten Mal schon erwähnt hatte, beim letzten Erkunden, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wenn wir hier die ganze Zeit so schnell durch die Welt fliegen, kann es sein, dass es ab und zu hängt, so wie jetzt, da die Welt langsamer nachlädt, als wir fliegen. Und deswegen hat man hier immer so ein bisschen Hängerei mit drin. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich kann da nichts für. Außer ich habe irgendwelche falschen Einstellungen drin, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. So, wir verlassen jetzt mal das Pilzbiotop.
und fliegen aufs weite Meer hinaus und dort unten baut sich schon was auf. Hier ist wieder eine Insel. Okay. Und hier ist ein Riesenberg oder wie oder was oder wer. Ja, sieht fast gut aus. So. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Vielleicht haben wir dann eine bessere Sicht. Und unten sehen wir wunderschöne Berge aus dem Wasser herausragen. Unterm Wasser. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch was kommt oder ob wir jetzt einfach wirklich die ganze Zeit ins Leere fliegen. Der Boden unter uns baut sich jedes Mal neu auf. Das passiert auf jeden Fall. Das heißt, wir sind nicht irgendwo in so einer Schleife gefangen. Oh, da hinten kommt was, da hinten kommt was. Wir haben Land gesehen, Freunde. Wir sehen Land. Und zwar... Kann das Wüste sein? Sieht... Dieser Rotstich da drin verwirrt mich gerade ein bisschen. Fliegen wir mal näher ran und jetzt verschwindet der. Das, ja, das ist Sand. Da ist eine Pyramide. Da ist ein Kamel. Das ist ein kleines Wüstenbiotöpchen. Da haben wir eine kleine Truhe. Dort unten... Ist das eine Blume? Okay, das ist eine Blume. Oh. Ja, das Spiel möchte mich gerne trollen. Ich würde jetzt fast sagen, das liegt nicht an meinem System, sondern wirklich daran, dass wir einfach so schnell durch die Gegend fliegen. Wir haben ein kleines Inselchen entdeckt und da hinten kommt gleich das nächste. Ich bin positiv überrascht. Mal sehen, was wir jetzt noch so finden. Wir können eine Menge entdecken. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt von dem, was es alles zu entdecken gibt. Und das Schöne ist ja, gerade weil es Early Access Spiel ist, wenn wir denken, wir haben alles entdeckt, dann kommt ein Patch und wir sind wieder ganz weit hinten. So, und hier wieder Pilze. Ein Pferdchen und ein Schwein. Dann lassen wir das Pferdchen und das Schwein mal in Ruhe. Dort hinten haben wir wieder eine Insel. Sieht wieder aus wie Sand. Hohe Bäume, Eisberge. Sehr, sehr interessant, sehr hübsch. Sehr malerisch. Eigentlich nicht, es ist einfach ein Fleck Eis auf dem Wasser. Mit Lava, das ist ja mal ein Bild. Auf einer kleinen Eisinsel haben wir Lava. Hm. Gibt es hier was zu entdecken? Kommt die Lava irgendwo her? Nein, aber da hinten ist vielleicht schon die nächste Insel. Hätte ich nicht gedacht. Was ist das? Das sieht von hier aus wie Zuckerbiotop. Ein bisschen Zuckerwatte mitgehen lassen. Mal sehen. Hier ist wieder Lava unter Wasser. Das Ding ist auch, wenn wir hier Lava haben und wir jetzt rausspringen würden und dann landen wir auf dem Wasser. Aber wenn wir in dem Wasser runtergehen auf die Lava, dann sterben wir, weil die unten immer noch heiß ist. Habe ich mal ausprobiert. Ich glaube, das war bei meiner Erkundung vor der Aufnahme. Hier haben wir nichts Neues. So, ein Skelett. Sieht schon gut aus. Da hinten haben wir wieder was Grünes. Fliegen wir mal wieder weiter ins Nichts. Die Nacht ist hereingebrochen. Und wir reisen still durch die Nacht. Versuchen, neue Gebiete zu erschließen. Ich muss sagen, Frieda ist schon eine Mutige. Sich einfach so ins Abenteuer zu stürzen, einfach geradeaus zu fliegen, obwohl sie nicht weiß, ob oder wo sie ankommt und was dort auf sie wartet. Es könnte ein blutrünstiges Häschen sein, es könnte ein lieber Werwolf sein. Wir wissen es nicht, woher denn auch. Und wir fliegen und es ruckelt ein bisschen. Ich möchte jetzt aber auch nicht für die Reise extra meine Einstellung anpassen. Alles runtersetzen, damit das relativ flüssig läuft. Ich denke mal, dass wir das alles verkraften. Dort hinten ist wieder was Neues. Und ich würde sagen, wir sind schon so weit jetzt von zu Hause weg, dass wir diese ganze Gegend hier überhaupt nicht kennen werden. Und deswegen könnten wir hier eigentlich absteigen und zu Pferd, zu Fuß, zu Auto die Länder hier erkunden. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Hier haben wir wieder Lava. Erkaltete Lava, Lava im Wasser. Ein Boot! Ein Boot! Wir haben ein Boot gefunden! Ein Boot! Ein Boot, ein Boot, ein Boot, ein Boot, ein Boot! Ein Boot, ein Boot, ein Boot, ein Boot, wir haben ein Motorboot!
Ja, herzlichen Glückwunsch, Freunde. Premiere auch für mich. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Spiel ein Boot sehe und in einem sitze. Lustig, in der letzten Folge haben wir das noch gesehen. Das ist ja interessant, wie sich das Boot fährt. Mit telekinetischen Kräften. Ach, wie schön. Ein Bötchen. Ich freue mich ein bisschen. Haben wir in der letzten Folge ja noch gesagt, auf dem Bild ist ein Boot zu sehen, müsste ja eigentlich dann eins geben. Ja, wir wollten ja eigentlich mit jetzt auf Land weiterreisen, aber jetzt haben wir ein Boot gefunden. Aber ich halte mich natürlich dran. Ich versuche jetzt nur die Küste ein bisschen entlang zu fahren, um eine Stelle zu finden, wo wir keine Lava mehr haben. Und damit sie sicher aussteigen können und sicher einsteigen können im Erkunden der Ländereien hier. Oh, ein Strauß. Er lebt auch ziemlich gefährlich hier, aber vielleicht kommen auch noch nicht so viele Raubtiere, um seine Ei zu klauen. Man weiß es nicht. Scheint aber eine kleine Insel zu sein. Wir haben die ja gleich schon umrundet. Mit unserem Boot. Wir haben ein orangenes Boot. Das ist so schön. Ich habe ein knall orangenes Gummiboot. Und dieses Gummiboot, das fährt uns rum. Dum-dum-dum. So. Und dann würde ich sagen, die Insel haben wir schon fast wieder erkundet durchs Drumherumfahren. Steuern wir diese Insel an. Hier glitzert das wieder so magisch. Ich finde es auch cool, dass man manchmal... Aha, sowas haben wir noch gar nicht entdeckt. Dass wenn diese Biotope sich hier nebeneinander aufbauen, dass es diesen Schnitt hier gibt. Das hat man ja bei Minecraft ganz am Anfang auch gesehen, wo neue Biotope eingeführt wurden und man eine alte Map gespielt hat. Dass es einfach quasi da so sich reingeschnitten hat, ohne sich richtig anzupassen. Da oben, was ist das? Ist das ein Kristall? Wo sind wir hier? Das sieht ein bisschen magisch aus mit diesen bunten Steinchen, muss ich sagen. Und hier steht ein riesen Kristall. Können wir auch nicht kaputt machen. Der steht einfach hier. Und hier ist ein Pferdchen. Und das Ding sieht auch aus, als könnten wir das kaputt machen. Nein. Das ist alles... Oh? Ja, wer bist denn du? Ist das ein Raumfahrer? Ist das ein Weltallbiotop? Kann das sein? Dass das so mondartig oder marsartig hier sein? Oh, Mars ist ja rot. Aber mondartig so ein bisschen angelehnt sein soll, dass das hier dieses galaktische Biotop wäre? Ist? Wenn ja, dann interessiert es mich doch brennend, ob es hier in diesem Biotop ein spezielles Fahrzeug gibt, was ich eigentlich schon seit Folge 1 suche, auch für einen Kollegen, weil er sich das gewünscht hatte. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Und wenn, dann müsste es ja in so einem Biotop vertreten sein. Aber wir suchen mal weiter. Wir haben hier wieder einen Zauberer, wir haben eine Ärztin hier, hallo. Kennen wir alle schon. Aber dieses Weltallbiotop finde ich cool. Und ich habe das Gefühl, wir finden hier immer mehr kleine Inselchen. Und dass wir unsere große Insel jetzt verlassen haben und alles, was sich hier nach zeigt, sind ja größtenteils kleine süße Inselchen. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Wir haben in unseren Fahrzeugen ein kleines Motorboot. Klack. Mit diesem Boot fahren wir eben mal vom Lande ins Wasser. Wenn funktioniert, so seitlich funktioniert, so ohne Probleme. La 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 la. Und gleich haben wir es geschafft. Jetzt den Rückwärtsgang einlegen. Oder? Warte. Ja, wir haben es doch gleich geschafft. Dreh dich ins Wasser. Und da sind wir drin. Und jetzt flitzen wir auch wieder los. Ich glaube, die Richtung ist die richtige. Vielleicht hängt es ja nicht so extrem, wenn wir mit dem Boot durch die Gegend fahren, sagte er, während es extrem hing. Was mich auch interessieren würde, ob es ein U-Boot geben wird. Boah, das ruckelt gerade aber extremst. Oh, dann fahren wir eben dahin. Ob es ein U-Boot geben wird später. Oder ob es schon eins gibt. Und ob die Sicht im U-Boot dann besser ist. Weil wenn wir jetzt ins Wasser springen und tauchen. Wie so tauchen. Dann sehen wir halt erstmal gar nichts. Und ich weiß, dass wenn man mit der Sicht unter Wasser kommt. Dann sieht man ganz viele blaue Blöcke vor sich. Diese Lego-Blöcke, aus dieses, was ja auch gebaut ist. Wäre interessant zu wissen, ob die Sicht sich ändert, wenn man mit einem U-Boot durch die Gegend fährt.
Und da baut sich gleich die nächste Insel für uns auf. Das ist doch schön. Dort haben wir ein Mix aus Wald- und Canyon-Gebiet. Kann das sein? Sieht fast so aus. Oh, dieses Kruckel. Das ist schlimmer geworden, oder? Kann das sein? Es gab jetzt einen kleinen Patch, wo sie so im Hintergrund ein bisschen was geändert haben. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass das Spiel mehr hängt nach dem Patch. Und das ist echt nicht mehr schön. Wir warten mal ein bisschen auf der Stelle hier, damit sich die Welt ein bisschen laden kann. Ich habe ja auch an den Einstellungen soweit nichts verändert. Oh, ey, das ist nicht mehr schön. Die Einstellungen sind so wie sonst. Ja, also, aber ich denke mal, da ist was Neues, was wir noch nicht kennen. Schwupps. Dieses Skelett kennen wir schon. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Als wir die ganze Zeit bei uns am Häuschen waren, hing das ja auch nicht so. Ich habe auch nichts im Hintergrund laufen. Also es tut mir wirklich leid, dass das alles ein bisschen verwackelt ist hier. Ich hoffe, das geht noch. Oh, das ist echt gruselig. Nein, nicht speichern und verlassen. Das müssen wir gleich tun. Erstmal möchte ich versuchen, dann eben so es auf Mittel zu stellen. Sollten wir vielleicht als Reiseeinstellung... Und schon läuft das alles viel flüssiger. Vielleicht sollten wir beim Reisen einfach alles auf Mittel lassen. Hängt immer noch. Es hängt immer noch. Ich weiß nicht warum. Das ist echt ätzend, ey. Da muss ich vielleicht mal offscreen erstmal mich dran setzen und gucken, warum das jetzt zum Teufel hängt. Es hat vorher nicht gehangen. Nur einmal ganz kurz, als wir mal längere Zeit mit dem Flugzeug in eine Richtung geflogen sind. Sonst lief das Spiel immer wunderbar und performant flüssig. Finde ich gerade ein bisschen schade. Huch! Ja, mit ihr hätte ich hier gar nicht gerechnet. Hallo, junge Dame. So. Da unten blinkt was. Da müssen wir natürlich dann sofort hinlaufen. Ist doch gar keine Frage. Klack, 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 klack. Und was haben wir hier? Ein wunderhübsches Bäumchen. Bäume haben wir viele und Pflanzen und so Sachen. Hier sind wieder überall Kakteen. Ja, ich laufe durch die... Mich ärgert das gerade ein bisschen, dass das hier so ruckelt. Wenn ich ehrlich bin, das ist echt für ein Poppes. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, 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 ja. Ach, das ist nicht schön. Das ist nicht schön zu spielen. Überhaupt nicht. Und das ist wahrscheinlich auch nicht schön zu gucken. Ich würde sagen, ich unterbreche die Aufnahme hier mal. Guck, was das soll. Warum das jetzt auf einmal so hängt. Vorher lief das alles wunderbar flüssig. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf der Stelle stehen bleiben, dann läuft es auch wieder flüssig. Das ist einfach dieses Aufbauen der Welt. Aber das war ja vorher auch nicht so schlimm. Der Eisbär hat sich in die Wüste verirrt. Die Sonne geht auf. Nein, der Mond geht unter. Man sieht den Schatten sich zurückziehen, da der Mond sich verzieht. Schön. Helles, wunderbares Mondlicht. Ne, der Mond geht auf. So. Deswegen wandert der Schatten jetzt. Ah, ich verstehe. Okay. Bevor wir jetzt so weiter quatschen, ich werde hier die Aufnahme mal beenden. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder gleich wieder, je nachdem, wie ich das schneide. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Bis zur nächsten Folge und wie immer, habt Spaß mit Lego. Tschüss.